Mein Gott, jetzt habe ich im letzten Part doch glatt so getan, als würde ich mich auf Women's Wrestling, auf Women's Action freuen. Und ja, es ist tatsächlich so. Meine lieben Freunde, Women's Wrestling war früher ganz großes Tennis, sogar bei der WWE. Und dazu hat beigetragen zum Beispiel Lita, eine der besten Wrestlerinnen, die ich überhaupt kenne. Und sie hatte am 21. August 2000 ein Match gegen Stephanie McMahon, der Tochter von Vince. Lita führte eine heiße Fehde mit Stephanie McMahon, die schließlich in einem Match um den Women's Championship in dieser Ausgabe von Raw mündete. In den Wochen zuvor hatte Stephanie mit Hilfe von Triple H, ihrem dann Ehemann, und ihren anderen Kumpanen Gefolge Lita das Leben zur Hölle gemacht. Als Kämpferin mäßig begabt, verließ sich Stephanie McMahon auch hier auf die Hilfe von außen und billige Tricks. Special Referee The Rock sollte in diesem Match für Fairness sorgen. Dies ist deine Chance, Lita dabei zu helfen, ihre erste WWE Women's Championship zu gewinnen. Und ja, Stephanie McMahon war auf gar keinen Fall eine talentierte Wrestlerin, aber sie trug zu guten Unterhaltung bei. Und dann kam Lita, die Frau, die es im Ring wirklich drauf hatte. Und hier sind unsere Aufgaben. Führe einen Moonsault vom obersten Seil aus und einen Pin innerhalb von 10 Sekunden. Das werden wir mit Vergnügen machen, mit einem Special Referee, der wirklich kein geringerer ist als The Rock. Die gute alte Steph. Mein Gott. So. Und hier geht's los. Triple H ringside. Und ja, hier sieht man ja schon Stephanie McMahon. Nicht mal wirklich Ringklamotten, die Frau absolut nicht vorbereitet. Im Gegensatz zu Lita, der Frau, die die Women's Division unter anderem dominierte mit ihren tollen, grandiosen Moves, wie zum Beispiel hier ihrem Tornado DDT. Und mein Gott, irgendwie so die ganze Szenerie. Ich glaube, das ist das erste Women's Match, was ich mache seit 2006, glaube ich. Wie, was gab's da noch? Bra and Panties? Nein, das war Here Comes the Pain. Dann kam ja noch irgendwann Fulfill Your Fantasy, also einfach nur Rotz. Und das hat ja schon gezeigt, wohin die Women's Division führte. Nämlich in einer Art Farce. Es ist einfach nur noch Bullshit und Witz gewesen. Die Frauen nur noch als Objekte gesehen. Was man ja auch heute sieht, mein Gott, was hast du da, wenn heute mal ein Women's Match kommt? 2 Minuten vielleicht, wenn du Glück hast, wobei eher, ja, wenn du wirklich Glück hast, denn länger willst du das gar nicht sehen. Einfach nur leicht bekleidete Frauen in den Ring stellen, die im Ring nichts drauf haben. Früher war sowas vollkommen egal, da hat man sich gefreut, wenn es Frauen wie Lita oder, ja, jetzt hör mal auf rumzuflirten, Mann, oder Trish Stratus gab, die wirklich dann fantastisches Wrestling gezeigt haben. Heute hast du nur wenige, vielleicht noch bei Phoenix zum Beispiel, oder die gute alte Mickey James, die ich zum Beispiel sehr gefeiert habe früher. Ja, das war noch gute Zeiten, wo sogar wirklich die Frauen im Ring unterhalten konnte. Und zwar nicht nur, weil sie hübsch anzusehen waren, sondern weil sie was im Ring drauf hatten. So wirklich so ab 2005 konntest du dann den ganzen Scheiß in die Tonne treten. Au, das war eine nice Attacke von Steph. Und ich habe dann begonnen, mich anderweitig umzusehen. TNA ging so. Da hat man sich noch ein bisschen mehr aufs Wrestling konzentriert, war aber jetzt nicht wirklich geil. Und dann entdeckte ich Gott sei Dank Shimmer. Shimmer, eine reine Wrestling-Promotion für Frauen. Und die halt einfach mal mega geil ist. Da wird kein Wert gelegt auf irgendwelche hübschen Ladies, die einfach nur zum schönen Angucken da sind, sondern hier waren nur Frauen am Werke, die es mega drauf haben. Ich sag nur Sarah Del Rey zum Beispiel oder halt auch Leute wie Awesome Kong. Ja, die jetzt natürlich als Karma bei WWE unterwegs sind, weil sie sich alle irgendwann mal weiterentwickeln wollen. Ja, ob sie sich weiterentwickeln oder nicht, natürlich gehst du nur zur WWE wegen dem Geld. Das ist ja wohl klar, weil ansonsten kannst du nichts reißen. Siehst du ja an allen bekannten Indie-Stars leider. Oder Porsche Perez. Es gibt so viele verdammt geile Leute. Lufisto, sage ich da nur. Die man nicht nur auf ihren Deathmatch Wrestling reduzieren sollte, sondern die auch so im Ring verdammt viel drauf hatte. Ach, da könnt ihr schon wieder schwärmen. Könnt schon wieder eine Schimmer-DVD einlegen.
und mir das angucken, weil es einfach nur mega geil ist, was die dort im Ring leisten. Und jetzt schauen wir mal. Der Twist of Fate von Lita. Lita hat sich den natürlich von den Hardy Boys geschnappt, mit denen sie ja Team Extreme bildete über all die Jahre, bis es ja dann zugrunde ging wegen Edge. Und jetzt habe ich diesen Finisher gezeigt. Danach zeige ich natürlich noch den Moonsault, mit dem ich ja auch dieses Match hier beenden soll. Und dann gibt es doch tatsächlich einen neuen Champion. So, hier wäre einmal der Moonsault, der natürlich jetzt nicht zählt, denn das war ja nicht vom obersten Seil. Ah, was war denn das gerade? Das sah nicht sehr gesund aus für die liebe Steph. So, schöner Dropkick nochmal. Wir könnten auch hier nochmal einen Moonsault zeigen. Ist zwar nicht die Nummer 1, aber egal. So, jetzt kommt erst einmal noch der Extreme Twist of Fate. Und jetzt läuft sie raus, die Fotze. Das ist natürlich schlecht. Dann springe ich einfach mit einem Dropkick. Der hat mir aber mehr weh getan als ihr, glaube ich. Hey, Triple H, Vorsicht, gell? Sonst kommt hier gleich The Rock. Oh, Lutez Press von Stephanie McMahon, die zum ersten Mal hier richtig zurückkommt. Ist es ihre große Chance? Ich glaube nicht. So, Triple H hat sich mittlerweile auch mal verzogen, Gott sei Dank. Zack, und noch der Leg Drop hinterher, das ist die optimale Gelegenheit. Wunderbare Hurakarana von Lita. Die Frau konnte sich einfach bewegen, die wusste, was sie hier im Ring anstellt. Und einfach, weil es so schön war, noch in einen DDT reingesprungen. Und jetzt liegt sie eigentlich perfekt für den Mozart. Cover. One, two, three. Nein. Traps, du Wichser. Oh Gott, jetzt bin ich auf The Rock gesprungen. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Oh Gott, es eskaliert, Leute. Es eskaliert so sehr. Ist das die Gelegenheit nochmal? Der Extreme Twist of Fate. Jetzt muss ich ihn natürlich nochmal zeigen, den Moonsault. Aber sie rennt schon wieder raus, ey. Egal, dann springen wir einfach auf alle. Das war nicht so gut. Did you hear that splatter? Ja, klar, wir sterben hier gleich. Und Stephanie McMahon versucht uns... Ach, The Rock zählt noch nicht einmal mehr, merkt ihr das? Nee, The Rock interessiert das gerade gar nicht mehr. So, noch schön gegen die Ringtreppe, damit Stephanie jetzt richtig einen auf die Fresse kriegt. Fast noch durch das Kommentatorenpult, das wäre es ja gewesen. Oh, jetzt zählt er auf. Jetzt ist er auf einmal schon bei 5. Sogar gegen Triple H durchs Kommentatorenpult. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Jetzt nochmal den Leg Drop. Und dann könnte man eigentlich schon fast dem Moonsault folgen lassen. Wir gehen aber nochmal nach oben. Boah, jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir die Chance, nochmal den Extreme Twist of Fate zu zeigen. Ah, oder ihren DDT. Was ja auch als Finisher, als Signature galt. Jetzt kommt der Moonsault und jetzt erzählen wir bitte nichts. One, two, three. Und schaut mal an, wie schnell The Rock das gerade durchgezählt hat. One, two, three und wir haben einen neuen Champion. Lita, und wie froh sie über den Gewinn dieses Titels ist. Vollkommen zu Recht. Und das war nur der Anfang für Lita. Leider hörte sie auf und konzentrierte sich auf ihre Band. Aber ich glaube, das war sogar ganz gut so, denn im Women's-Bereich der WWE war da nichts mehr zu retten und ich glaube, da hätte auch keine Lita mehr was dagegen tun können. Das war der Titelgewinn von Lita. Mich würde mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Thema Women's Wrestling in der WWE. Gefällt euch das sogar, was ihr heute seht? Oder
Wart ihr auch eher Fan von damals oder gefällt euch Women's Wrestling gar nicht? Kennt ihr was außerhalb? Vielleicht auch was von TNA? Oder kennt von euch sogar jemand Shimmer? Das würde ich extrem feiern. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Viva la Raza!